Was ist ein Gott? Können wir überhaupt wissen, dass sie existieren? Die Menschen glauben Dinge. Was bedeutet, sie sind da? Willkommen in der Welt der American Gods. Sie müssen doch Fragen haben. Ja, dann gibt es jetzt eine Geschichte. Bevor wir beginnen, einige wichtige Fakten. Götter sind real. Gelobt sei der Herr. Götter leben und arbeiten in den USA und sehen aus wie normale Menschen, aber sie verfügen über Kräfte. Sie, seid ganz Ohr. Jetzt erzähl schon, okay? Es gibt alte Götter. Götter, die mit den Immigranten in die USA kamen. Gott segne die Gläubigen. Viele alte Götter wurden verlassen und müssen sich ihren Lebensunterhalt erkämpfen. Du verdienst was Besseres als das. Und es gibt neue Götter. Wir sind die Zukunft. Das Teil ist der Altar. Sie verkörpern moderne Trends, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Besser als Blut vom Lamm. Und sie können den Fortschritt nicht aufhalten. Ja, du bist, was du anbietest. Die alten und neuen Götter kämpfen um unsere Gunst. Und wer sind sie? Sie würden nicht an mich glauben, wenn ich es ihnen sage. Unsere Geschichte beginnt in einem Gefängnis in Indiana. Dort treffen wir Shadow Moon. Er wird nach 3 Jahren Haft entlassen. Ich liebe dich. Irgendwas ist komisch. Shadow hatte mit seiner Frau Laura Moon versucht, ein Casino auszurauben. Ich liebe dich auch. Was ist komisch? Laura ist nicht die Unterstützung, die sie vielleicht erwarten. Sie schläft mit Shadows bestem Freund. Du wusstest, dass das hier ein Ende hat. Du bist sehr süß. Unseren Abschied genauso süß sein. Ihre Frau, sie ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Auf dem Flug nach Hause trifft Shadow einen Mann, der ihm einen Job als Bodyguard anbietet. Wie dürfte ich Sie nennen? Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Dann ist heute mein Tag. Mr. Wednesday, ein alter Gott der nordischen Mythologie. Ich habe zwar nur ein Auge, aber einen Blick für diese Dinge. Wednesday kam mit den Wikingern in die USA und obwohl sie wieder fuhren, blieb er hier. Natürlich weiß Shadow nichts davon. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Du arbeitest für unseren Mann? Wer sind Sie? Das ist Matt Sweeney, ein irischer Leprechaun, der um 1700 in die USA kam. Okay, für einen Kobold sind Sie ziemlich groß. Das ist ein Klischee. Er hat wie Shadow ein Händchen für Münztricks. Zeigen Sie ihn mir. Ich sag dir was. Wir kämpfen darum. Nicht das Wiedersehen, das du dir erhofft hattest. Wow, scheiße, Shadow. Hat es dir keiner gesagt? Als sie starb, hatte sie den Schwanz meines Mannes im Mund. Shadow wirft Sweeneys Münze in Loras Grab. Jetzt sind sie tot. Ich werde da nicht reinsteigen. Der Tod steht nicht zur Debatte. Fick dich! Laura wird von einem Licht zu Shadow geführt. Shadow wird entführt. Vom technischen Jungen. Hallo, Shadow. Der Personifikation moderner Technologie. Du arbeitest für Wednesday. Er lebt von der Aufmerksamkeit, die Leute Geräten schenken. Tötet ihn. You may run. Laura findet Shadow, der vom technischen Jungen gelyncht wird. Shadow erwacht ahnungslos, wer ihn gerettet hat. Also geht er zu dem Mann, der vielleicht Antworten hat. Was haben Sie gemacht? Nun, kommt drauf an, wen Sie fragen. Ich wurde gelyncht! Ein Angriff auf Sie ist ein Affront gegen mich. Denken Sie nicht, nur weil ich nicht die Beherrschung verloren habe, wäre ich nicht wütend oder hätte vielleicht keinen Plan. Mit nur noch einem Arm geht Laura zu Audrey, um sich wieder zusammenzuflicken. Laura? Hey, Audrey! Wie ist Ihr Plan? Wir werden verschiedene Leute treffen, die auf ihren jeweiligen Gebieten überragend sind. Wednesday will die alten Götter vereinen und Krieg gegen die neuen Götter führen. Wir müssen reden, Shadow. Das ist Media, eine neue Göttin mit verschiedenen Formen aus Fernsehen, Film, Musik und mehr. Ich möchte dir einen Job anbieten. Ich möchte dich in meiner Truppe haben, Shadow. Ich schätze, ich verliere den Verstand. Oh, und wann werden Sie das genauer wissen?
Shadow und Wednesday reisen nach Chicago. Was ist denn Chicago? Mein Hammer. Laura wird auf ihrer Suche nach Shadow aufgehalten von Mr. Jackal und Mr. Ibis, zwei alten ägyptischen Göttern, die in den USA ein Bestattungsinstitut betreiben und Laura mitnehmen, um ihren Körper zu retten. War es Liebe? Doch, ich nehme an, jetzt ist es das. Das ist bedauerlich. In Chicago besuchen Wednesday und Shadow Soraya Vichernaya. Er werde gar nicht froh sein, wird dich zu sehen. Die Soraya-Schwestern, drei alte slawische Göttinnen. Sie wohnen mit Tschernobog zusammen, einem alten slawischen Todesgott. Wotan! Schön, dich zu sehen, Tschernobog, alter Freund. Ich bin nirgendwo mit dir hin. Du hast diesen Wahnsinn schon einmal in mein Leben gebracht. Nie wieder. Tschernobog lässt sich auf eine Partie Dama ein. Wenn Shadow gewinnt, kommt Tschernobog mit. Aber wenn er verliert, darf Tschernobog irgendwann seinen Kopf einschlagen. Shadow verliert. Nur einen Schlag. Ist gut. Wie wär's mit noch einem Spiel? Shadow und Tschernobog spielen erneut. Und Shadow gewinnt. In Ordnung. Ich gehe zu seinem Wisconsin und dann töte ich sie. Oh, sie sind auf. Das ist gut. Wir rauben eine Bank aus. Sie brauchen Schnee. Ich möchte, dass Sie an Schnee denken. Denken Sie an Schnee. Denken Sie an Schnee. Oh, oh, jetzt auch noch der Bock. Gib mir meine Münze, Wichser. Wenn Sie sie wiederhaben wollen, dann machen Sie sich auf den Weg zum Parkview-Friedhof. Dort finden Sie das Grab meiner Frau. Wir sehen uns in Wisconsin. Ja. Viel Glück, Matt Sweeney. Während der Schneesturm stärker wird, hilft Shadow Wednesday, eine Bank auszutricksen. Sie erbeuten hunderte Einzahlungsbelege. Shadow und Wednesday kommen zurück zu ihrem Hotel. Dort wartet Laura. Hi, Weibchen. Du bist da in eine echt merkwürdige Scheiße reingeraten, Shadow. Versuche ich zu verstehen, was ich gesehen habe. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet. Der technische Junge wird von Media einbestellt, die jetzt als Ziggy Stardust auftritt. Sieh dich doch an. Du prügelst auf den Falschen ein. Du wirst dich entschuldigen. Wednesday sammelt Monster. Er rekrutiert. Du musst dich entschuldigen. Im Motel. Die tote Ehefrau. Gib mir meine Münze zurück, tote Ehefrau. Findet Matt Sweeney heraus, dass seine Münze in Laura ist und ihr Leben gibt. Woher kennst du meinen Mann? Ich sollte in einer Bar einen Streit mit deinem Mann anfangen. Er sagte, er wolle wissen, wie dein Mann drauf ist. Wer denn? Den er Wednesday nennt. Keine Bewegung! Sie ist nicht tot! Du bist ein Arschloch, tote Ehefrau! Ein Arschloch, tote Ehefrau! Erklären Sie mir das? Sehen Sie die Spinne? Er ist ein Freund von mir. Ein hohes Tier ist hinter Ihnen her. Der Strom fällt aus und Media tritt auf. Jetzt als Marilyn Monroe. Sie wird von Mr. World begleitet, dem Anführer der neuen Götter. Er steht für Globalisierung. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr Publikum zu finden. Sie wollen einen Waffenstillstand? Nein, kein Waffenstillstand. Eine Fusion. Ja! Zeig's ihm. Um einen Krieg mit Wednesday zu vermeiden, wollen sie ihm ein modernes Image geben und in seinem Namen Nordkorea angreifen, damit er neue Anhänger bekommt. Sie sagen Fusion? Ich höre Verbannung. Wednesday lehnt ab. Ist das gerade passiert? Es geschieht immer noch. Die neuen Götter sorgen dafür, dass Shadow und Wednesday abhauen können. Gleichzeitig trifft Matt Sweeney mit der Polizei ein. Shadow gibt zu, dass Laura wieder da ist. Ihre tote Frau ist aufgetaucht. Haben Sie Angst? Ja. Jetzt steigen Sie ein. Shadow! Laura schließt sich mit Sweeney zusammen, Hi. Der ihr helfen will, wieder aufzuerstehen. Was bist du zur Hölle? Ich bin ein Kobold. Oh, das macht ja Sinn. Etwa nicht? Nein! Bitte hör auf, mein Taxi zu klauen. Sie treffen Salim, einen omanischen Geschäftsmann, der einen Djinn getroffen hat. Nach dem Sex haben sie ihre Leben getauscht und Salim ist nun Taxifahrer. Fahr uns nach Kentucky. Dann sage ich dir, wo du deinen Djinn findest. Wo du einen ganzen Götterschwarm findest, Halbgötter und andere, alle Scheißgötter dieser Welt. Willkommen in Vulcan, Virginia. Wednesday stellt Shadow den alten Gott Vulcan vor, den römischen Feuer- und Waffengott. Er ist jetzt Schusswaffen- und Munitionshersteller. Du willst einen Krieg beginnen, Herr Froher. Wir sind bereits im Krieg und wir verlieren. Komm mit mir nach Wisconsin.
Wann geht es los? Wenn du mir in der Hitze deines Vulkans eine Klinge geschmiedet haben wirst. Nachdem er von Vulcans Betrug der neuen Götter erfährt, wendet sich Wednesday gegen ihn. Kann ein Mann nicht mal mit seinem Schwanz allein sein? Wir sollten Salim gehen lassen. Ich mache diesen Umweg nur wegen dir. Du und die Münze in deinem Bauch. Nur deshalb fahre ich nicht auf direktem Weg zum House on the Rock. House on the Rocks, Wisconsin. Such deinen Mann. Salim fährt weg und Laura stiehlt an den Eiswagen. Sweeney bekommt seine Münze zurück, aber er fühlt sich schuldig und gibt Laura die Münze wieder. Shadow und Wednesday lassen sich Anzüge von Mr. Nancy schneidern, auch bekannt als Anansi die Spinne, dem westafrikanischen Trickstergott. Es war einmal eine verfickte Königin. Er erzählt von Bilquis, der nahöstlichen Liebesgöttin. Huldige mir. Auch bekannt als Königin von Saba. Sie ernährt sich von ihren Anhängern. Schenk mir deinen Körper. In den USA verlor sie viele Anhänger, bis sie den technischen Jungen traf. Willst du dabei sein? Du schuldest mir was. Ich fordere es jetzt ein. Er schickt Bilquis zum House on the Rock. Zum Treffen der alten Götter. Wednesday sucht neue Rekruten auf Ostaras Party, der heidnischen Frühlings- und Auferstehungsgöttin. Sie ist jetzt Ostern und arbeitet mit Jesus und Media zusammen. Zuckereier, Lämmer und Hasen. Du bist vergächtig geworden, wie wir alle. Nein, mir geht es blendend. Das ist dein Tag. Du machst die ganze Arbeit und er kriegt die Gebete. Deshalb brauchen wir dich. Wir brauchen den Frühling, um sie zu bekämpfen. Sie werden dich anbeten, wenn du sie zum Beten zwingst. Ostern schuldet Sweeney etwas. Und Auferstehung, kannst du es tun? Ostern findet heraus, dass Laura nicht wieder auferstehen kann, weil ein Gott sie getötet hat. Welcher verfickte Gott? Sweeney gibt zu, dass Wednesday an Lauras Tod und Shadows Haftstrafe schuld ist. Sie verarschen uns, um zu verarschen? Was glaubst du, tun die Götter? Media fragt sich, ob Ostern noch auf ihrer Seite ist. Oder hast du das Gefühl, dass du ungerecht behandelt wurdest? Vielleicht fühle ich mich in den Medien falsch repräsentiert. Der heilige Nico hat es ebenso getan. Du spielst doch heute nur noch eine Rolle, weil Ostern ein christlicher Feiertag ist. Die neuen Götter wollen Wednesdays Kriegsdrohungen ein Ende setzen. Wir haben die Schusswaffen, wir haben die Feuerkraft. Ihr sterbt aus, so oder so. Und ich widme diese Tode Ostara. Welche Tode? Wollen Sie meinen Namen wissen? Sagen Sie ihn mir. Ich bin Odin! Und du bist Ostara von der Morgenröte! Ostern belegt die USA mit einer Dürre und nimmt den Frühling weg. Sagen Sie es den Gläubigen. Sie können ihn zurückhaben, wenn Sie dafür beten. Was hast du getan? Sie wollen einen Krieg. Sie haben einen. Es wird der sein, in dem Sie sterben. Ja, ich glaube. Und was glauben Sie, Shadow? Ich glaube alles. Ich würde gern mit meinem Mann sprechen. Das war die erste Staffel von American Gods. In Staffel 2 vereint Wednesday die alten Götter. Willst du nicht auch, Shadow? Und erklärt ihnen den Krieg. Ist jeder, der hier drin ist, ein Gott? Ja, jetzt bist du Teil des Märchens, oder?